Der Lancia HF Integrale beherrschte die Rallye Monte Carlo in 1988. Von 11 Weltmeisterschaftsläufen gewann der Integrale sensationelle 10 Siege. Die Magie der Rallye Monte Carlo begann 1909, als der Automobile Club de Monaco im Auftrag von Albert I., Fürst von Monaco, mit der Planung einer Autorallye begann. Die Veranstaltungen ERC, WRC und IRC waren ein Teil der FIA-Meisterschaften. Berüchtigt war stets die Nacht der langen Messer, die 31 Kilometer lange Passstrecke am Col de Torino. Walter Röhrl gewann 1980, 82, 83 und 84 mit seinem Beifahrer Christian Geisdörfer die Rallye Monte Carlo. Der Datsun 240Z wurde insgesamt über 1,4 Millionen Mal verkauft. Das machte ihn zum meistverkauften Sportwagen der Welt. Mein Oldtimer in meinem Wohnzimmer. Das ist der Wunsch mancher Besitzer klassischer Fahrzeuge. Das passionierte Sammeln von Modellautos, hier im Maßstab 1 zu 43, wird von vielerlei Gründen angetrieben. Nostalgie, gute Laune, Spielfreude, bestimmte Marken, spezifische Fahrzeuge und natürlich die Jagd nach den Raritäten. Eine weitere Möglichkeit ist die Sportwagen- und Oldtimer-Kunst von Claudia Frieda. Individueller geht es nicht. Der DS war in Motorsportarten wie Rallyes erfolgreich, bei denen ausdauernde Geschwindigkeiten auf schlechtem Untergrund von größter Bedeutung waren. 1961 gewann ein Panhard PL17 die Rallye Monte Carlo und das war kein Zufall, denn der PL17 belegte die Plätze 2 und 3 und zeigte, dass auch ein Auto mit einem 850 Kubikmotor mithalten konnte. Vom Allard P1 mit 3,6 Liter Maschine wurden nur 155 Stück gebaut. Die Offroad-Langstreckenveranstaltung Paris-Dakar wird mit bis zu 80% von Amateurfahrern als Teilnehmer gefahren und führt mit Spezialabschnitte über Dünen, Schlamm, Kamelgras, Felsen und Sandmeer. Die Fahrzeuge starten in unterschiedlichen Kategorien, vom Motorrad bis zum 7,5 Tonner LKW. Die Distanzen jeder zurückgelegten Etappe variieren und können bis zu 800 Kilometer betragen. Die Automodelle der 24 Stunden von Le Mans stellen wir in einem weiteren Video vor.